Der Kampf um die Stellung als globale Supermacht zwischen den USA und China hat begonnen mit dem Handelskrieg. Aber jetzt wird es vielleicht gefährlicher, denn aus diesem Handelskrieg wird zunehmend ein Krieg um das Internet sichtbar. An dem Bann von Donald Trump am 6. August von TikTok, aber vor allem WeChat. Und in diesem Video versuche ich ein paar Hintergründe zu zeigen, was das alles bedeuten könnte. Und dieses Video ist entstanden in Kooperation mit DirectTrade.com. Schnell lernen und günstig handeln. Aber jetzt wollen wir mal reinschauen in diese Thematik, die wahrscheinlich uns noch sehr lange beschäftigen wird, denn es ist so, dass am 6. August ja dieser Bann erfolgt ist. TikTok ist nicht unerheblich, ist gerade bei jungen Leuten sehr populär, aber WeChat ist das Entscheidende, um das es hier geht, denn es hat sprichwörtlich jeder Chinese WeChat, anders kann er sich teilweise gar nicht bewegen. Es ist die Mega-App, es ist eine App von Tencent und wir sehen hier, dass die Marktkapitalisierung von Tencent so um und bei, naja, knapp 700 Milliarden Dollar liegt. Alibaba ist ein bisschen drüber, aber dominant sind im Internet noch eben die US-Tech-Konzerne, vor allem Apple, aber Amazon auch, Facebook. Die bestimmen das, was im Internet passiert, beziehungsweise ziehen ihre Profite daraus. Und dass da kein anderes Unternehmen aufscheint, eben kein Unternehmen aus anderen Ländern als den USA und China, zeigt schon, dass dieser Kampf jetzt sich zunehmend auf das Internet verschiebt, dass hier der eigentliche Konflikt stattfinden wird. Und es geht um WeChat vor allem, denn wie gesagt, der 1,2 Milliarden Nutzer haben WeChat in China. Man kann sich in China kaum bewegen ohne WeChat, weil man wird gescannt auch über WeChat, man kann Nachrichten schreiben. WeChat bedeutet eigentlich winzige Nachricht im Chinesischen oder der chinesische Ursprungsname. War also zunächst mal so eine Art WhatsApp, wie wir es kennen, ist aber inzwischen ein Zahlungsabwickler, ist aber vor allem auch wichtig. Und das ist das Problem, das die US-Regierung mit WeChat vor allem hat und mit TikTok. Es werden Daten gesammelt von der chinesischen Regierung. Und so ist zum Beispiel WeChat maßgeblich dafür verantwortlich, dass man diesen Social Score in China erheben kann, dass Menschen also praktisch nach ihrem Wohlverhalten eingeteilt werden, Punkt bekommen. Diese Punkte entscheiden darüber, welche Chancen man hat. Wenn man einen schlechten Social Score hat, kann man zum Beispiel kein Zugticket lösen, ist also in seiner Mobilität maßgeblich eingeschränkt. Wer also WeChat bannt, der bannt im Prinzip chinesische Nutzer von seinen Geräten. Das ist das Problem. Wir haben ganz klar auch das Zugeben der WeChat-Anbieter oder von Tencent, dass hier die chinesische Regierung mitliest. Das wird in den AGBs ganz klar gesagt, dass man die Daten weitergibt an die chinesische Regierung und die werden automatisch tendenziell weitergegeben. Amerikanische Konzerne sind da auch nicht zimperlich mit der Weitergabe von Daten, aber meist eben auf Anfrage und man sperrt sich, man widerstrebt so ein bisschen zumindest formal. WeChat ist sozusagen da sehr, sehr kooperationswillig und das scheint das Problem zu sein, das offiziell die Amerikaner haben, dass eben dann Daten von Amerikanern auch praktisch bei der chinesischen Regierung landen würden. Aber wahrscheinlich geht es doch um sehr viel mehr. Es geht darum, eben diese Dominanz im Internet aufrechtzuerhalten, die die Amerikaner ja von Anfang an hatten. Und der Bann von WeChat vor allem ist der Versuch, genau das zu erreichen. Solche Informationen, wie gesagt, finden Sie zum Beispiel bei directtrade.com, wo man zum Beispiel Webinare absolvieren kann, kostenfrei. Man kann sich also schlau machen über manches, was wissenswert ist. Und man kann auch schnell lernen und nebenbei günstig handeln, denn der DAX und der Euro-Dollar zum Beispiel werden sehr, sehr günstig angeboten. Schauen Sie da also mal rein, registrieren Sie sich für ein Webinar. Aber weiter im Text, meine Damen und Herren. Heute ist bekannt geworden, dass die US-Tech-Konzerne jetzt Lobbyarbeit beim Weißen Haus betreiben, weil sie sagen, oh, das könnte uns in eine sehr schlechte Position bringen, vor allem Apple in eine schlechte Position bringen. Auch Walmart ist dabei, Disney ist dabei, aber Apple ist wahrscheinlich das Entscheidende. Denn was droht den Amerikanern aus Kalifornien, nämlich Apple, was droht, wenn WeChat von iPhones gebannt wird? Das ist das große Problem, das große Thema. Schauen wir uns zunächst mal an, wie viel Geschäft Apple eigentlich in China macht. Greater China, also
Festlandchina, Hongkong und Taiwan, das wird unter diesem Begriff Greater China zusammengefasst, ist der zweitgrößte Absatzmarkt für Apple und hat jetzt im letzten Quartal oder im letzten Jahr 43 Milliarden an Umsatz Apple in die Kassen gespült. Das ist um und bei so ein Sechstel des Gesamtumsatzes von Apple, das im Jahr 2019 260 Milliarden Dollar hatte umsetzen können. Greater China, also ein wichtiger Markt für Apple und andere Konzerne. Und jetzt ist das Problem, wenn WeChat von den iPhones gebannt wird, wenn sozusagen auf keinem iPhone mehr WeChat läuft, dann würde das für die Chinesen bedeuten, ich brauche kein iPhone, ich kann mit diesem iPhone nichts anfangen, denn ich muss mit dem WeChat, mit der WeChat-App bezahlen, ich muss alles erledigen, was ich im Alltag in China tue, mit WeChat. Dementsprechend, wenn WeChat nicht auf den iPhones ist, dann kaufe ich mir kein iPhone. Dementsprechend sagen jetzt Analysten, also wenn dieser Bann wirklich durchgesetzt wird und die iPhones keine WeChat-Funktion mehr haben, die App nicht mehr haben, dann dürften die iPhone-Verkäufe in China, aber auch in anderen Ländern teilweise massiv einbrechen. 30% hier die Schätzung eines Analysten. Und das iPhone ist ja nach wie vor die Cash-Cow von Apple. Etwa die Hälfte des Umsatzes, so war es im letzten Quartal, kam durch iPhone-Verkäufe. Die Amerikaner selber sind da so ein bisschen unentschlossen. Ja, sollte man TikTok verbannen, sollte man WeChat verbannen? Da sagen viele, ja, habe ich keine Meinung dazu. Allerdings ist diese Umfrage, die Sie hier von Statista sehen, ein bisschen vor dem faktischen Bann dann gemacht worden. Das heißt, die Amerikaner sind generell bereit, einen eher aggressiven Stil gegenüber China zu akzeptieren. Das zeigen Umfragen. Dementsprechend dürfte Trump mit diesem Bann durchaus die Zustimmung der Bevölkerung haben. Und jetzt stehen ja eigentlich die Verhandlungen an zwischen den USA und China über den Handelsdeal, der ja auch nicht so wirklich läuft. Aber jetzt sagt China, ja, bei diesen Gesprächen, die jetzt wahrscheinlich Anfang September stattfinden werden, da wollen wir dieses Thema TikTok und vor allem WeChat auf den Tisch bringen. Und das dürfte für weitere Konfrontationen sorgen. Zunächst diese Attacke ja auf Huawei, den Telekommunikationsgiganten, der praktisch die Infrastruktur für das chinesische Internet stellt. Jetzt die Attacke auf WeChat, die maßgebliche App Chinas. Es ist also ein Kampf um das Internet. Wir haben im Prinzip zwei dominierende Internetsysteme in der Welt. Einmal das von den Amerikanern beherrschte. Fast alle Server, über die wir surfen, die stehen in den USA. Wer die Server hat, der hat auch den Finger auf die Daten, gar keine Frage. Und die Chinesen haben ein eigenes Internet und wollen sich eben nicht den Amerikanern hier unterordnen, sondern global, soweit es geht, eben auch ein eigenes Internet etablieren. Und das ist jetzt die Situation, die heiß wird und die vielleicht eben eine Gefährdung für die US-Tech-Konzerne ist, wenn dieser Internetkrieg jetzt sozusagen noch zusätzlich an die Stelle auch des Handelskriegs tritt. Das war ein kurzer Abriss dessen, was jetzt hier der Fall ist. Ich wünsche das Allerbeste und hoffentlich bald ein bisschen Abkühlung. Bis dann, ciao.